Es soll ja Leute geben, die können für den Schlümpfen gar nicht genug haben. Die sammeln auch Überraschungseierfiguren mit Schlümpfen, die es irgendwie seit gefühlten 60 Jahren zu geben scheint und haben davon, keine Ahnung, Hunderte und finden das toll. Ich weiß nicht, was sie daran toll finden. Das sind immer nur blaue Figuren, die alle irgendwie gleich aussehen, auch seit gefühlten 60 Jahren. Ich kenne davon keine einzige. Ich mochte die schon als Kind nicht. Okay, das ist Schlumpfine, nehme ich mal an. Vermutlich ist das auch Schlumpfine, allerdings mit Handtasche. Ansonsten, schön. Fragezeichen Schlumpf ist genau das, was es mir sagt, nämlich nichts. Dieser Plattwerk ist von Megablocks, das ist ein Pseudo-Lego-Hersteller und enthält eine Figur, ein Zubehör und einen Block. Einen Block? Ein Lego-Stein oder was? Super. Und ansonsten hat der Blindback nichts anderes drauf als Copyright-Informationen und Lizenzhinweise und einem authentischen Schlumpfsiegel. Nur echt mit diesem glitzernden Aufkleber. Ich bin begeistert, ehrlich. Es muss irgendwie ganz wichtig für den Lizenzgeber sein, jeden Quadratzentimeter einer Verpackung, wo ein Schlumpfprodukt drin ist, mit Copyright- und Lizenzhinweisen bedrucken zu lassen. Anders geht es nicht. Bin ich froh, dass ich diese Dinger nicht herstelle. Aber man könnte wahrscheinlich sehr viel Geld damit verdienen. Vielleicht bin ich dumm. Und sehr praktisch, man weiß, wie die Schlümpfe in jeder Sprache heißen, nur nicht auf Deutsch, denn Deutsch ist nicht drauf. Sehr praktisch. Französisch heißen sie offensichtlich Les Schtroumpfs. Schön. Wusste ich auch nicht. Was ich auch nicht weiß, was ist da drin? Das sehen wir jetzt ja. Ein brauner Stein. Naja, Stein ist vielleicht zu viel gesagt. Zettelchen hier. Wir haben den Gärtnerschlumpf. Vermutlich. Was abmachen? Och, er hat eine Glatze, wie süß. Ja, er ist ein Gärtner. Strumpf, Schlumpf, was auch immer. Hat eine Rübe auf dem Stein und tatsächlich mehr Zubehör, als sie behauptet haben. Das ist ja schön. Sieht aus wie ein Salattopf. Und eine Gießkanne hat er auch. Und die passt hoffentlich auch in die Hand. Naja, es geht alles so. Klick. Ja, Gott nur, ne? Könnte schlimmer sein. Sieht eigentlich ganz nett aus. Wie gesagt, ich halte nichts von Schlümpfen. Aber ja, Gott nun. Stell dich da mal hin. In deinen Bio-Schrebergarten. Und halte mir die Gießkanne in die Kamera. Ja, liebe Leute. Das ist eigentlich nicht so furchtbar. Wenn ich jetzt noch auf Schlümpfe stehen würde, würde ich es mir vielleicht ins Regal stellen. Es ist nicht hässlich. Für den Preis sicherlich gerechtfertigt. Haben wir was zu lesen? Nein, aber anzugucken. Collect them all! Na, das wollte ich doch schon lange mal wieder sagen. Nein, das werden wir nicht tun. Ganz bestimmt nicht. Es scheint aber wirklich viele zu geben. Sie haben sie aber nicht weiter bezeichnet. Dafür gibt es extrem viel Zubehör. Robert, sorry. Nämlich, ja, Autos, Schultafeln. Zeug, Torten, was der Teufel. Und natürlich Häuser. Gesehen habe ich davon nirgendwo was. Muss aber auch nicht sein. Ja, hier sind die Häuser, genau. Und 2 Seiten lang Lizenzinformationen und Choking Hazard Warnings. Gut. Auf Arabisch, Chinesisch, Japanisch, jeder Sprache auf diesem Planeten. Ist alles abgedeckt. Nur Deutsch haben sie wahrscheinlich wieder vergessen. Oder? Tatsächlich, Deutsch haben sie nicht vergessen. Nein, ist dabei. Nur auf dem Blindback ist es nicht. Prima. Megablocks, ihr seid Helden. Wirklich. Hab noch so ein Ding gehabt. Schlumpfine mit ihrer rosa Handtasche und einem Blömsche. Auch ganz nett. Passt aber kaum auf den Block drauf. Vielleicht habe ich das falsch schon zusammengebaut. Möchte man meinen. Naja. Eigentlich sind sie zum Wegschmeißen zu schade. Wie gesagt, wenn ich auf Schlümpfe stehen würde, tue ich aber nicht. Deswegen wandern sie leider nicht ins Regal, sondern in die Box des Schreckens. Denn eigentlich gehören Schlümpfe dahin. Tut mir leid, Schlumpfine. Ist heute nicht dein Tag. Tschüss, bis zum nächsten Mal.